Hallo Filmfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Filme for Life. Ja, ich habe echt schon lange keinen Film mehr bei Amazon bestellt, aber jetzt gab es vor kurzem mal wieder eine 10 für 50 Aktion und ich dachte mir, du musst dir jetzt einfach mal wieder ein paar neue Filme zulegen, die du schon Ewigkeiten auf dem Schirm hast und ja, dir nie gekauft hast. Und ich habe sogar da noch einen 11. Film gefunden. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nicht 10 für 50, sondern eher 11 für 60. Aber ja, was ich mir gekauft habe, das will ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Es sind hier jetzt 4 Pakete geworden. Also ein großes und dann 3 kleine mit jeweils nur einem Film. Das ist schon immer heftig, wie Amazon das Ganze verschickt. Ich bin da eigentlich nicht so der Fan davon. Aber das liegt halt daran, dass die Packzentren von Amazon halt nur vielleicht gewisse Filme auf Lager haben. Und deswegen wird es halt von überall her zu mir geschickt. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit den kleineren Paketen. Legen das Ganze jetzt mal auf die Seite. Und hier mache ich jetzt gleich mal den ersten auf. Und der erste ist tatsächlich der Extra-Film, den ich mir noch gekauft habe, der nicht bei der Aktion dabei war. Und zwar Der Killer von Wien. In der Filmart Giallo Collection oder Giallo Edition. Ein Film, der für mich als Giallo-Fan auf jeden Fall nicht in der Sammlung fehlen darf. Hier von Sergio Martino. Und ich freue mich wirklich jetzt schon sehr auf diesen Film. Der kostet ja normalerweise 18,99 Euro. Ich habe den jetzt für, ich glaube, 10,60 Euro mitgenommen. Ich denke, das ist absolut ein guter Preis für diesen Film. Und ich freue mich da jetzt schon wahnsinnig drauf, den zu sehen. Und ja, wieder eine Erweiterung für meine Giallo-Sammlung. Dann geht's weiter mit dem nächsten Film. Ich pack auch mal wieder aus. Und zwar handelt es sich hierbei um Das Relikt. Ja, den Film habe ich mal im Streaming gesehen und ich fand den wirklich ziemlich cool. Gibt es ja mittlerweile auch im Mediabook. Die Mediabooks sind aber schweineteuer und jetzt für 5 Euro, denke ich, kann man da nichts falsch machen. Ja, ich fand den Film eigentlich ziemlich gelungen. Ist auch schon eine etwas ältere Blu-ray. Aber ich musste mir den jetzt in die Sammlung holen, denn ja, so ein Museum, wo dann so ein bisschen ja, das Ganze ausartet, finde ich eigentlich immer ganz cool. Das Relikt Museum der Angst. So, dann kommen wir schon zum letzten kleinen Paket. Und hier ist dann drinnen Der Nachtportier. Ja, den Film habe ich auch schon tatsächlich länger auf dem Schirm. Gibt es ja, glaube ich, jetzt auch in einem 4K-Mediabook. Aber ich weiß noch nicht so ganz, ob mir der Film gefällt. Und deswegen dachte ich mir, ich hole mir jetzt erstmal in der Emery. Eben hier jetzt für 5 Euro. Bin ziemlich gespannt. Soll ja auch ein bisschen kritischer Film sein. Ist hier 4K restauriert. Das ist natürlich schön. Und gibt einiges an Bonusmaterial, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut. Also da ist wirklich einiges mit dabei. Sehr schön. Ja, bin gespannt, was dieser Film hier kann. Der Nachtportier. Freue ich mich drauf. So, und dann kommen wir noch zu dem Riesenpaket hier. Es ist immer bei Amazon ganz lustig. An der Halloween-Aktion gab es eigentlich fast nichts für mich. Und kaum war die Aktion vorbei, gab es wieder eine 10 für 50 Aktion. Das ist bei Amazon immer echt irgendwie ein bisschen kurios. So, ich hole jetzt mal hier die Sachen raus, die hier dabei sind. So. Genau, der Karton ist leer. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Stapel an. Wir haben hier einmal Adamsäpfel. Ja, der Film wurde mir schon von einigen empfohlen als wirklich sehr schwarzhumorige Komödie. Und deswegen dachte ich mir, ich muss mir den jetzt irgendwann mal anschauen. Ich mag ja so schwarzen Humor und deswegen ist das, glaube ich, jetzt genau das Richtige für mich. Ich kenne den allerdings noch nicht
und deswegen muss ich mich da jetzt einfach mal überraschen lassen. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Film und zwar haben wir hier die Autopsie von Jane Doe. Ja, der Film wurde mir jetzt schon öfters empfohlen. Der liebe Christian von Christians Filmpalast findet den Film ja auch sehr, sehr gut. Er hat den vor kurzem sich auf der Börse im Mediabook besorgt und ich war jetzt so neugierig. Ich habe mir auch den Trailer angeschaut und irgendwie hat mich der wirklich umgehauen und deswegen dachte ich mir, ich muss mir den Film jetzt einfach mal selber zulegen, um mir einfach hier mal einen eigenen Eindruck zu machen. Und ich freue mich da natürlich dann auch mit zum Beispiel dem lieben Christian mal darüber reden zu können. Ja, wurde doch von einigen als sehr gut empfunden. Dann als nächstes habe ich mir jetzt ja Child's Play, das Remake von Chucky mitgenommen. Ich habe den Film schon gesehen, ich fand den Film nicht wirklich gut, aber ich habe halt alle Chuckys zwar in der Hardbox, aber trotzdem in der Sammlung. Und um jetzt einfach irgendwie die Sammlung zu vervollständigen, habe ich mir jetzt hier das Remake noch mitgenommen. Ja, wie gesagt, für mich jetzt kein wahnsinnig guter Film. Vor allem, der Film wäre ja gar nicht so schlecht, aber die Puppe ist einfach katastrophal. Ich glaube, die schlechteste Chucky-Puppe, die es überhaupt in einem Film gibt. Aber trotzdem, ich freue mich jetzt, den Film auch in der Sammlung zu haben, einfach zur Vervollständigung. Und für 5 € denke ich mal, macht man da auch nichts falsch. Als nächstes haben wir dann hier Dänische Delikatessen. Auch dieser Film wurde mir jetzt schon öfters als sehr schwarzhumorige Komödie empfohlen. Ja, den musste ich mir jetzt einfach auch mal mitnehmen, um da mal einen Blick zu wagen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Soll ja wirklich ja ziemlich derbe hergehen. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Dann habe ich mir mitgenommen The Bait 3D, Haie im Supermarkt. Ja, auch diesen Film habe ich schon sehr, sehr lange auf dem Schirm. Ich wollte aber unbedingt den Film auch in 3D, also ich wollte nicht nur die 2D-Fassung, sondern hier auch die 3D-Fassung, genauso wie Shark Knight. Den würde ich mir auch gerne mal noch in der 3D-Fassung zulegen. Habe ich aber bisher noch nicht gefunden, deswegen, oder zumindest nicht zu einem günstigen Preis. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal Bait zugelegt und ja. Shark Knight steht auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Ich weiß jetzt nicht, ob der gut, ob der schlecht ist, aber ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Vielleicht kann ja der Dominik dazu was sagen, der kennt den Film bestimmt, unser alter Tierhorror-Fan. Ja, dann habe ich mir noch einen Film mit Bruce Willis mitgenommen, und zwar 12 Monkeys. Auch den habe ich bisher noch nie gesehen, aber ja, der Film ist auch relativ bekannt. Bruce Willis, Brad Pitt, zwei sehr, sehr bekannte und gute Schauspieler. Und ich musste mir den jetzt einfach mal in meine Bruce Willis-Sammlung holen. Den Film, der ja, steht auch schon ewig lang bei mir auf der Liste. Ja, und jetzt auch für 5 € habe ich den jetzt einfach mal mit reingepackt. Dann haben wir noch einen Film und zwar The Misfits. Ja, die Meisterdiebe, relativ neuer Film, den ich ja noch eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Den habe ich jetzt so beim Durchstöbern gefunden. Aber ich bin Riesenfan von so Dieb-Filmen, von wo es um Diebe geht, wo es ja ums Klauen geht. Und deswegen, ja. Der spricht mich einfach thematisch an und da musste ich mir den jetzt auch mal in den Warenkorb legen. Vor allem, wir haben hier eigentlich auch einen relativ coolen Cast. Wir haben zum Beispiel Pierce Brosnan dabei, Nick Cannon. Also sind schon ein paar bekannte Gesichter. Ja, und ich bin auf alle Fälle gespannt. Das ist auch ein Film, den kann ich gemütlich mit meiner Freundin gucken. Das glaube ich passt auf alle Fälle ganz gut. Und als letzter Film jetzt für diese Bestellung habe ich mir The Father mitgenommen. Also das war eigentlich so einer der Hauptgründe auch, warum ich jetzt unbedingt mal wieder bei dieser 10 für 50 Aktion bestellen wollte. Denn ich habe den Trailer damals gesehen, als der Film ins Kino kam und der hat mich ja dermaßen von den Socken gehauen. Anthony Hopkins in einer dementen Rolle.
Und ich fand den Film wirklich so großartig. Hat ja hier auch zwei Oscars bekommen für den besten Hauptdarsteller und für das beste adaptierte Drehbuch. Also richtig, richtig cool. Und ich bin halt Riesenfan von Anthony Hopkins. Und deswegen war für mich dieser Film ein absoluter Blindkauf und Pflichtkauf, den ich jetzt hier gewagt habe. Und da freue ich mich ja auch schon jetzt sehr drauf, den mal in der nächsten Zeit zu sichten. Ja, das war's jetzt hier mit dieser neuen Bestellung, mit dieser Amazon-Bestellung 10 für 50 plus der Killer von Wien. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Es ist Horror, es ist ja, so Komödien, es ist ein Giallo dabei, es ist ein, ja, ein bisschen historisches Werk mit Der Nachtportier und auch ein großes Drama, also wirklich eine sehr vielfältige Bestellung. Ich freue mich auf jeden einzelnen Film und bin mal gespannt, was jetzt dann Ende November so im Black Friday noch zu holen ist. Letztes Jahr, glaube ich, war es ja nicht so gut vertreten, die Filmabteilung bei Amazon, aber ich lasse mich trotzdem überraschen, vielleicht kommt da auch noch was rein. Ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von den Filmen haltet. Ihr könnt natürlich auch gerne noch ein kostenloses Abo dalassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal Filme for Life. Also, Servus!